viele von Ihnen oder wahrscheinlich alle haben das gelesen in den Medien. Es ist also kommuniziert worden, unbekleidete minderjährige Flüchtlinge sind in diesem Jahr, das war die letzte Zahl, die mir jetzt zur Verfügung stand, 9000 nicht mehr auffindbar. Niemand weiß, wo die hin sind. Es wird dann geschrieben, die sind irgendwie weitergezogen. Und mich hat das sehr beschäftigt. Und dann haben wir in der Fraktion diesen Antrag gestellt oder diese Anfrage gestellt. Wir wollten einfach mal wissen, im Landkreis Kassel, wie viele unbekleidete minderjährige Flüchtlinge sind hier im Prinzip jetzt auch nicht mehr auffindbar. Wir haben da 5 junge Menschen, die nicht mehr da sind, davon 4 im Bereich, also von dem Jahr 2015 und eine Person aus dem Jahr 2016, die sind alle im Bereich 98, 99 geboren, also nicht mehr so ganz jung. Also man kann dazu sagen, ich sag mal so, einem 16-Jährigen, also 17-Jährigen kann man natürlich nicht einen Aufpasser immer in den Rücken stellen, das wird keiner mit sich machen lassen, ist klar. Von daher ist schon logisch, dass so jemand natürlich irgendwo dann stiften gehen kann, um so zu sagen, wie wir das früher gesagt haben. Aber das Problem ist, dass sie dann nicht mehr auffindbar sind. Das ist für meine Begriffe nicht tolerierbar. Wenn wir es hochrechnen und wir sagen, es sind 9000 Menschen in Deutschland, die verschwunden sind, junge Menschen, dann glaube ich, würden wir, wenn das deutsche Kinder wären, einen ziemlichen Aufschrei haben in diesem Land. Und dann sage ich, auch das ist ein Stück weit von Rassismus, wenn ich sage, dass das einfach so akzeptiert wird. Dass hier gesagt wird, naja, die sind weitergezogen. Ich lese das kurz mal vor, was hier für eine Antwort ist. Bei einer, das ist die einzige weibliche Person von den 5 aus Eritrea, vermutliche Weiterreise nach Skandinavien. Bei einem jungen Mann keine Hinweise auf weiteren Aufenthalt, beim nächsten keine Hinweise auf weiteren Aufenthalt, beim nächsten möglicherweise zur Verwandtschaft nach Süddeutschland, bei dem aus 2016, die anderen waren eben aus 2015, vermutlich Weiterreise. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man da vermutet, dann vermute ich, die können natürlich auch einer Kriminalität zum Opfer gefallen sein. Und das kann man ja nicht ausschließen. Man kann ja nicht sagen, so, denen passiert nichts, die reisen alle weiter, die fahren irgendwo an die Grenze. Und dann sage ich, diese Politik hat seit 2015 völlig planlos dies alles getan. Und da sind bei dieser Politik auch junge Menschen Opfer. Und damit bin ich nicht einverstanden. Was hieraus erwirkt, werden wir noch sehen. Und da haben wir bei uns gesagt, okay, wir werden noch einige Anfragen stellen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und wir werden das beobachten. Für mich ist es im Prinzip als Vater von einer Tochter kaum vorstellbar, dass man das so einfach lapidar hinnimmt, vor allen Dingen nicht von den Grünen und den Linken, die moralisch immer auf einem sehr hohen Level sich bewegen und hier scheinbar sich nicht bewegen und es auch keinen interessiert, weiß ich nicht. Mich interessiert es und mich interessiert es auch ehrlich und dem muss man eigentlich etwas mehr nachgehen, obwohl ich weiß, dass wir als Kreistag da nicht unbedingt diejenigen sind, die dem nachgehen können. Das ist natürlich dann eine polizeiliche Aufgabe. Aber dennoch sollte es im Bewusstsein der Menschen sein, dass hier junge Menschen in Deutschland verschwinden und es scheinbar niemanden weiter interessiert und da auch niemand wirklich intensiv nachforscht. Darf ich dazu eine Frage stellen? Entschuldigung. Also ich bin das erste Mal in so einem Bürgerforum und ich höre das jetzt. Das ist ein interessantes Thema. Jetzt, wenn Sie aber sowas sagen, würde mich natürlich interessieren, da sind jetzt 6 jugendliche Flüchtlinge in demselben Raum, wie viele jugendliche Deutsche sind denn unauffindbar? Das ist eine Frage. Muss man jetzt natürlich fairerweise jetzt auch sagen, gibt es ja auch. Und ja, man darf nicht immer nur alles auf ein Thema abhören. Haben Sie recht, ist mir heute auch durch den Kopf gegangen und morgen habe ich auch gedacht, diese Anfrage könnte man tatsächlich auch mal stellen. Ja, also wobei ich hier ganz klar einen Unterschied sehe. Der Unterschied ist, diese jungen Menschen sind in die staatliche Fürsorge gekommen. Ja, ich als Vater, da können Sie sich sicher sein, wenn meine Tochter selbst mit 24 weg ist, dann setze ich alle hin. Das brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe selber, also das ist halt, aber die sind so im Raum und interessant ist halt auch, wie für unsere eigenen Kinder. Da ist halt die Frage, ob der Ausschuss das beantworten kann, aus dem einfachen Grund, im Landkreis Kassel werden unbegleitete minderjährige Ausländer in der Zuständigkeit des Fachbereichs Jugend versorgt. Nun ist es natürlich so, dass ich denke, dass der Ausschuss nicht unbedingt die Informationen bekommt von jedem Jugendlichen, der jetzt als vermisst gemeldet wird. Aus dem Grund ist diese Anfrage wahrscheinlich, dann wird die nichts bringen. Aber wäre schön zum... Das wäre halt, durchaus sehr interessant, das zu machen. Vollkommen richtig. Es müsste ja zum... Haben die das beantwortet? Augenblick, da muss ich mal. Das war heute auch im Zeitungsbericht in der HNA und da ist auch nochmal das Thema angesprochen worden, unsere Anfrage. Und da kann man es auch noch nachlesen. Ich kann es nochmal rumgeben. Ich kann es hier beantworten. Ich beantworte es direkt, auf den Text, damit ich mir da nicht auf den Rippen ziehe. Die Gesamtfallzahl der durch uns betreuten unbekleideten minderjährigen Ausländer belief sich bis November 2014 wohlgemerkt, auf unter 20 Fälle.
Das heißt, man hat in der Anfrage, und das ist uns schon beim Durchlesen der Anfrage aufgefallen, bewusst den Zeitraum 2015, wo wir ja wirklich dieses große Flüchtlingskommen hatten, und bewusst 2016, bewusst oder mehr oder weniger unbewusst ausgelassen. Das heißt, wir haben eine Antwort bis Ende 2014 bekommen, und das wäre jetzt natürlich ein Punkt, wo wir nachfragen müssen wieder. Und das ist halt ärgerlich, wenn wir wirklich Anfragen stellen, die ja auch Zeit bedürfen, dass die dann nur zum Teil oder nicht komplett beantwortet werden. Ne? Was uns halt auch ganz wichtig war bei der Anfrage, und das hast du gerade schon vollkommen richtig angesprochen, und das haben Sie auch super angesprochen, wir müssen es in die Köpfe der Leute bekommen, dass hier eine unheimliche Doppelmoral herrscht in dem Punkt. Weil die Leute, die wirklich die moralische Hoheit so ein bisschen für sich ständig in Anspruch nehmen, sprechen dann in dem Punkt davon, dass es völlig uninteressant ist, wo diese Leute hin sind. Die sind halt weitergereist. Möglicherweise sind sie weitergereist. Vielleicht sind sie auch in die Arme von irgendwelchen Sklavenhändlern gelangt. Wir wissen es ja nicht, was mit diesen Leuten passiert ist. Organspender beispielsweise. Und diese Doppelmoral, die dort in dieser Flüchtlingskrise vorherrscht, gerade dann auch, wenn es darum geht, wie die AfD angegangen wird und kritisiert wird, die müssen wir in die Köpfe der Leute bekommen. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir über solche Anfragen, viele der Fraktionen, die Anfragen stellen, also es werden sehr wenige Anfragen gestellt, aber viele Anfragen, die gestellt werden, die bleiben halt innerhalb der Fraktionen, also innerhalb der eigenen Fraktionen und innerhalb der Fraktionen, an die sie gesandt wurden. Und uns ist es wichtig, dass diese Anfragen auch an die Bevölkerung kommen. Deswegen machen wir die Bürgerforen und berichten von unseren Anfragen. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil er das gerade sagt, das habe ich auch das letzte Mal gesagt, wir sind ja nichts anderes als ihre Arme und ihre Hände. Wir sind ja nicht Berufspolitiker oder irgendwie da aus Jux und Dollerei, sondern wir wollen das umsetzen, was Sie uns sagen. Und wenn Sie uns sagen, das interessiert uns und wir können daraus eine Anfrage basteln, sind wir dafür dankbar. Das ist für uns ganz wichtig. Da, wo das machbar ist, machen wir es. Und anders können wir ja gar nicht arbeiten. Und das hat sich bei den anderen Parteien, und ich hoffe, das wird wohl nie so sein, weil wir ja noch nicht so alt sind, bei den anderen Parteien hat sich das alles so ein bisschen erledigt. Da gibt es ja diese Gespräche, so wie wir sie jetzt wieder führen, das haben wir ja auch letztes Mal in dem Forum aus dem Publikum herausgehört, weniger. Ja, da sappeln die Leute ihre Rede und fertig ist, und das, wie gesagt, das möchten wir nicht. Und aus dem Grund nochmal alles, was aus ihren Reihen kommt und an uns herangetragen wird, auch immer vertraulich, geben wir als Anfrage, wenn es wirklich Sinn macht und wenn auch der Kreisausschuss dafür zuständig ist, geben wir gerne weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja Bestandteil dessen, warum wir überhaupt in die Politik gegangen sind, sonst können wir sie auch lassen. Willst du den Ralf Rüdiger nochmal kurz vorstellen? Willst du den noch? Zu uns ist gestoßen jetzt noch ein weiteres Kreisfraktionsmitglied und auch Vorstandsmitglied, der Herr Ralf Rüdiger Engelhardt. Der wird sich jetzt auch noch kurz vorstellen, denke ich. Ja, ich bin 64 Jahre alt, Rentner und somit finanziell unabhängig. Ich kann sagen, was ich will, weil ich keinen Arbeitgeber habe, der mich irgendwie lenken könnte oder drohen könnte, was ich öfter schon gehört habe. Habe drei erwachsene Töchter, aus denen allen was geworden ist. Und bin bis 1995 in der SPD gewesen, bin nach 24,5 Jahren ausgetreten, weil ich nicht für 25 Jahre pünktliche Beitragszahlung geehrt werden wollte. Und danach war ich dann Bund freier Bürger, das ist sowas ähnliches wie AfD, Bund freier Bürger, da waren viele von der FDP früher, Dr. Brunner war damals der Vorsitzende des Bundes freier Bürger und der ist bei Kohl in Ungnade gefallen, weil er gegen den Euro war. Und die Partei ist untergegangen mangels Masse und dann war ich in einer politischen Orientierungslosigkeit und war dankbar, dass dann 2013 für mich dann die AfD da war. Ich bin überzeugter AfDler, das ist meine politische Heimat und dort kann man wirklich sagen, was man denkt, ohne dass man dann irgendeiner in eine ideologische Schiene gedrängt wird. Mittlerweile im Kreisvorstand, Schatzmeister, Koordinator für Neumitglieder. Das heißt, wenn einer neues Mitglied werden will, unterhalte ich mich mit denen, denn wir wollen vermeiden, dass wir unterwandert werden von Rechts- und Linksextremisten. Das müssen wir vorher prüfen. Und nur diejenigen, die wir geprüft haben, die werden bei uns aufgenommen. Und ansonsten in der Fraktion, AfD-Fraktion des Kreises, des Landkreises Kassel und in drei Ausschüssen bin ich da noch. Das war es erstmal, ne? War ich auch. Eigentlich bist du verstanden.